Ja, hallo Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin jetzt mittlerweile so 500-600 Kilometer mit der SV650 gefahren und da wollte ich euch mal kurz Feedback geben, was ich denn bisher für Erfahrungen mit dem Fahrzeug schon gemacht habe. Gleich am Anfang seht ihr erst einmal den aktuellen Endschalldämpfer. Der Exil ist nicht mehr dran. Warum, weshalb, sage ich euch gleich noch. Jetzt haben wir hier einen Storm. Wir sehen gleich am Anfang einen Soundcheck. Ja, ich habe ja das Fahrzeug genau seit 8 Tagen. Ich habe das ja vor 8 Tagen gebraucht gekauft, also 3000 Kilometer waren auf der Uhr, 9 Monate war das Fahrzeug alt. Ich habe lange mit mir gerungen, kaufe ich eine neue oder kaufe ich eine gebrauchte SV650. Mir waren also 2 Dinge wichtig. Es musste unbedingt eine Euro 4 Version sein, zwecks Leistungsentfaltung und Endgeschwindigkeit. Und es musste die oder sollte die sein mit dem roten Rahmen und den roten Rädern. Und da, ja, da ist es schwierig, gebraucht was zu kriegen, beziehungsweise neu, ja, 6.900 Euro, so viel wollte ich dann doch nicht ausgeben. Meine Grenze war so circa bei 6.000 Euro. Ja, und da gab es schon die ein oder andere Neumaschine, Euro 4 Version, die beim Händler in Hammelburg zum Beispiel für 5.990 Euro angeboten wurde. Aber die hatte halt eben den blauen Rahmen und die blauen Räder. Diese gebrauchte, die ich mir hier jetzt letztendlich zugelegt habe, die stand in Heilbronn. Die war, wie gesagt, 9 Monate alt, 3000 Kilometer und sollte kosten 6.300 Euro. Da haben wir gleich am Telefon verhandelt und kamen dann auf 5.800 Euro am Telefon. Ja, ich bin dann hingefahren, habe mir das Fahrzeug angesehen und war schon mal sehr erstaunt. Ja, der hatte wahnsinnig viel Zubehör. Da war TomTom Navi, das Rider 500 war dabei. Es waren S&W, SW-Motech Motorschutzbügel dabei, SW-Motech Handprotektoren. Ich weiß gar nicht, ewig viel Zubehör. Natürlich der Exil Hyperlow, der war gleich schon montiert. Natürlich auch der Original-Endschalldämpfer dabei, klar. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann also zugeschlagen für 5.800 Euro. Hab dann daheim gleich einmal alles, was ich unnötig befand, abgebaut. Und das war eigentlich alles. Bis auf den Exil, den ließ ich noch drauf. Alles andere habe ich abgebaut und habe das dann bei eBay Kleinanzeigen verkauft, sodass ich letztendlich für das Fahrzeug noch 5.200 Euro, ja, wenn man es zurückrechnet, bezahlt habe. Entschuldigung. Ja, allerdings mit diesem Exil Hyperlow, das hat eine besondere Bewandtnis. Ich hatte ja 100 Kilometer Heimfahrt von Heilbronn und schon auf der Heimfahrt hatte ich den Eindruck, dass das Fahrzeug extrem schwache Mitte hat. Also so zwischen 4.500 und 6.500 Umdrehungen, da war also ziemlich tote Hose. Und da dachte ich mir, Mensch, das war doch bei meiner alten SV. Ich hatte also bis 2018 schon mal eine SV. Das war 2001er Baujahr, also ein Knubbel. Und da dachte ich mir, ich habe das doch anders in Erinnerung. Die SV, die muss doch besser gehen und könnte das vielleicht Euro 4 bedingt sein und überhaupt. Also, ja, ich war da schon ziemlich verwundert. Daheim habe ich mir dann nochmal Gedanken gemacht und habe mir überlegt, naja, es wäre ja rein theoretisch möglich, dass diese schwache Mitte, dass das vielleicht mit dem Exil Hyperlow zu tun hat. Hab mir dann probeweise mal den Original-Endschalldämpfer montiert und siehe da, auf einmal geht das Ding richtig gut in der Mitte, also richtig mit Schmackes, also kein Vergleich zu dem Exil. Also das war tatsächlich die Wurzel des Übels.
Es hat sich so ergeben, dass ich sehr günstig an einen anderen Endschalldämpfer kam, und zwar an einen Storm GP, also auch mit ABE natürlich, klar, vollkommen legal. Den habe ich dann auch montiert. Der war schon deutlich besser wie der Exil, aber er kam auch, vor allem jetzt wieder im mittleren Drehzahlbereich, nicht an den Originaldämpfer hin. Ich habe dann auch ein bisschen rumexperimentiert, Luftfilterkasten ein bisschen bearbeitet und ja, habe dann noch einen K&N Luftfilter mit deutlich mehr Luftdurchsatz montiert. Und Leute, ich muss euch sagen, das Teil geht richtig gut. Also ihr seht es auch im Video, wenn man beschleunigt, da ist kein Hänger und nichts mehr. Also ich habe jetzt praktisch im mittleren Drehzahlbereich oder generell habe ich im Prinzip die Leistung, die ich habe mit dem Original-Endschalldämpfer, aber er dreht jetzt deutlich freudiger nach oben raus als mit dem Originaldämpfer. Also so wie es jetzt ist, ist es für mich wirklich ideal. Ja, ansonsten, was kann man sagen zu den Fahrzeugen? 500, 600 Kilometern, eigentlich gar nicht viel. Ich bin wirklich top zufrieden. Okay, die Sitzbank ist natürlich sehr spartanisch, sehr dünn, sehr hart. Da tut mir ja der Allerwerteste doch relativ zeitig schon weh. Also da muss ich natürlich noch was machen. Da ist auch schon was in Planung. Ich habe mir also eine zweite Originalsitzbank besorgt. Und die Sitzbank, die jetzt hier ursprünglich drauf war, die ist schon halb Sattler zum Überarbeiten. Und zwar kommt also ein komplett neuer Bezug drauf. Im Fahrersitzbereich wird das Ganze einen Zentimeter aufgepolstert und im Fahrersitzbereich wird es auch eine Steppung geben, so ähnlich wie ihr das auch beim X-Modell habt, und das Ganze dann auch mit doppelten roten Ziernähten abgestoppt. Also da könnte ich mir vorstellen, das kommt sehr gut, kommt sehr sportlich. Da wird es natürlich auch wieder ein kleines Video dann dazu geben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der Originaldämpfer, der ist jetzt natürlich nicht so toll, also von der Optik her gefällt er mir nicht so gut. Ja, da könnten wir jetzt sagen, naja, das ist natürlich bedingt durch die Euro 4, aber das ist Blödsinn. Meine Ducati Monster 950, also ganz neu 2021, die hat auch Euro 5 und der Auspuff ist, finde ich, von der Optik her wunderschön. Vom Klang her könnte auch ein bisschen mehr machen, aber optisch finde ich sehr gelungen. Aber gut, Sitzbank und Auspuff, das sind die zwei einzigen Punkte, die ich hier wirklich ein bisschen bekritteln möchte, aber es sind ja keine Punkte, die man nicht ändern könnte. Ne? Ansonsten ja, gibt es wirklich nichts Negatives zu sagen. Motormäßig bin ich jetzt mittlerweile top zufrieden. Man, natürlich 76 PS bleiben 76 PS, das ist natürlich kein Vergleich mit meiner zum Beispiel 1200er Monster, da liegen Universen dazwischen, aber nee, ist sehr spontan hochdrehen, ist ein sehr spritziger Motor, macht also wirklich Laune auf der Landstraße. Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre sehr, sehr gerne mit dem Fahrzeug. Ja, ihr seht es auch gerade im Video, da sind wir auf einer wunderschönen Strecke, eine kleine Landstraße, sind so circa 15 Kilometer, da reiht sich Kurve an Kurve. Das lädt richtig ein zum gemütlichen Kurvenswingen, also ganz tolle Strecke. Vom Fahrwerk, es ist nicht einstellbar, das dürfte ja mittlerweile bekannt sein, aber so, es gibt hier nichts zu meckern, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir jetzt, ja, weil es einfach sein musste, das konnte ich mir nicht verkneifen, ich habe mir obere Gabelstopfen bestellt, wo es dann möglich ist, die Federvorspannung noch einmal zu verstellen. Aber gut, muss nicht sein. Das Fahrwerk ist wirklich top stabil, sehr handlich das Ganze. Auch bei höheren Geschwindigkeiten in Schräglage, da schwimmt nichts, da wackelt nichts, das Ding zieht wirklich stur ihre Bahn. Also ganz tolles Fahrwerk, gibt's überhaupt nichts zu meckern. Na, ich habe natürlich keinerlei elektronische Helferlein, also von wegen Kurven-ABS oder verschiedene Fahrmodi oder so Schnickschnack. Ne, gibt's hier nicht. Bin ich aber der Meinung, brauche ich in der Leistungsklasse auch nicht zwingend. Ansonsten, ja, ihr habt so Anlasshilfe, praktisch den Anlasserknopf mal Sekundenbruchteil drücken, dann startet er automatisch weiter, so lange bis der Motor anspringt. Und wenn ihr im ersten Gang beim Anfahren die Kupplung langsam kommen lasst, habt ihr ca. 300 Umdrehungen eine
Drehzahlerhöhung, die das Anfahren eben erleichtern soll. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber gut, ist halt dabei. Ansonsten Cockpit, Seder, ja, ist alles monochrom, okay, aber damit kann man sehr gut leben. Vom Informationsgehalt ist alles drauf, was man braucht. Ganganzeige, Geschwindigkeit, Drehzahl, Uhr, Tageskilometerzähler oder Gesamtkilometerzähler, je nachdem, die Restreichweite, ich glaube, habe ich schon gesagt. Also, ja, ist auch von der Bedienung her wirklich sehr einfach. Da braucht man also keine Bedienungsanleitung hier zu Hilfe nehmen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Mit den Reifen, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Bedenken. Das sind Dunlop Road Smart 3. Hatte ich bisher noch keine Erfahrungen mit den Reifen. Anscheinend mehr ein bisschen in die Richtung Tourensport. Da ja, dachte ich, naja, du bist doch eher immer ein bisschen sportlich unterwegs. Da machst du lieber ganz schnell einen reinen Sportreifen drauf. Aber nein, auch hier passt wunderbar. Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem Teil. Gibt es also überhaupt nichts dran zu mäkeln. Was ich gemacht habe an dem Fahrzeug, das habe ich gleich nach der Heimfahrt von Heilbronn schon gemacht. Wie ich das Fahrzeug geholt habe, man hat gleich gesehen, der Vorbesitzer hat das Fahrzeug sehr, sehr vorsichtig gefahren, um es mal so auszudrücken. Naja, das sieht man natürlich gleich, wenn man den Hinterreifen anschaut, links und rechts jeweils 2 cm, wie man so im Motorradfahrerjargon sagt, Angststreifen. Große Schräglagen ist der Kollege also nicht gefahren. Und auch diese Angstnippel, diese ellenlangen Angstnippel, die unten an den Fußrasten angeschraubt sind, die waren also auch noch komplett jungfräulich. Kein Kratzerchen drauf, gar nichts. Wie ich dann vor Heilbronn heimgefahren bin, habe das Fahrzeug bei mir angeschaut, da war kein Angststreifen mehr auf dem Reifen und diese Angstnippel, die waren jeweils einen Zentimeter kürzer. Das war für mich dann natürlich der Grund, diese beiden Nippel komplett zu entfernen. Ist kein Problem, 10er Schlüsselweite, dann kann man die ganz einfach abschrauben. Ansonsten, was haben wir noch gemacht? Ja, einen kurzen Kennzeichenhalter habe ich noch angebaut. Wie gesagt, eben auch den Storm GP, den ich hier noch angebaut habe. Andere Lenkerenden habe ich noch verbaut. Ich habe ursprünglich noch mit den Gedanken gespielt, vielleicht noch einen etwas breiteren Superbike-Lenker zu montieren. Habe den auch schon da liegen von LSL. Aber muss sagen, habe mich jetzt mittlerweile wieder umentschieden. Ich habe mich gewöhnt an den Originallenker. Ich werde den Superbike-Lenker also hier definitiv nicht anbauen. Von den Bremsen her, auch hier alles im grünen Bereich. Es sind natürlich keine Brembo M50 Monoblock wie bei meiner 1200er Monster. Es geht natürlich schon ein bisschen mehr, aber absolut ausreichend für einen sehr sportlichen Landstraßenbetrieb. Fahren genauso wie. Ja, und jetzt fahren wir auf die Autobahn. Das Problem war, ich habe den Film Samstagmittag, ihr seht es im Video, um 11.35 Uhr gemacht. Normalerweise ist auf der Autobahn hier sehr, sehr wenig los. Man kann also da volle Kanne angasen. Nur heute war, warum auch immer, wahrscheinlich weil ich einmal die Endgeschwindigkeit ausloten wollte, war heute ziemlich viel Betrieb. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat nicht gereicht, ich konnte es nicht ausfahren. Na, ihr seht es jetzt, da ist wirklich sehr viel Verkehr. Ich habe es einmal, ich glaube, bis auf 193 beschleunigt. Da muss man aber sagen, da ging deutlich mehr. Da war also bei weitem noch nicht Schluss. Sie ist ja mit 205 km/h in den Papieren angegeben. Und da hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich die erreiche, weil ich musste zusagen, ich hatte hier bei der Fahrt natürlich keine eng anliegende Lederkombi an, sondern ich hatte ja Textiljacken, Gore-Tex-Jacken an und vor allem, ich mache mich nicht klein auf den Tank, also ich fahre hier generell aufrecht sitzend. Und da habe ich mir gedacht, naja, aufrecht sitzend mit den Klamotten 190 sollten schon drin sein. Aber ich bin überzeugt, die 205, wenn es der Verkehr zugelassen hätte, nach Tacho, die hätte ich locker erreicht. Also die geht wirklich richtig gut für die 76 PS, steht wirklich extrem gut im Futter.
Na, ihr seht, jetzt haben wir schon, ja, 150 hatten wir gerade. Da war jetzt dann auch irgendein Teilstück begrenzt auf 120. Da mussten wir auch wieder ein bisschen langsamer tun. Aber ich werde euch natürlich dieses Endgeschwindigkeitsvideo auf jeden Fall noch nachliefern. Spätestens, wenn das Video dann mit der überarbeiteten Sitzbank kommt, da werde ich dann noch eine kleine Sequenz mit einer Autobahnfahrt, wo man dann auch wirklich mal bis zur Endgeschwindigkeit fährt, mit einblenden. Geht's mal ein bisschen schneller Stück. Ich glaube, da ist immer noch, ja, genau, da ist immer noch 120 begrenzt. Wenn die Begrenzung vorbei ist, dann konnte man da mal ein Stückchen gasen. Also man sieht es auch hier im Video, auch hier beim strahlenden Sonnenschein, das Instrument ist wirklich super abzulesen. Da hatte ich schon ganz andere Fahrzeuge, sprich jetzt speziell MV Agusta Brutale 800 oder auch der Drehzahlmesser von meiner Ducati Scrambler 800, die ich damals hatte. Also das war reines Schätzeisen, war wirklich ganz schwierig abzulesen. Habe ich hier überhaupt kein Problem. Dann irgendwann einmal kurz. Aber wie ich schon gesagt habe, ich meine, bei 193 muss ich dann schon wieder weg vom Gas. Aber da wäre wirklich noch deutlich mehr. Jetzt geht er mal ein bisschen was. Jetzt. Das war das einzige Stück, wo man mal kurz Gas geben konnte. Ja, 194. Aber ich glaube, man sieht es auch im Video, da wäre schon noch einiges gegangen. Man darf nie vergessen, aufrecht sitzen, ne? Weil ich lehne es ab, mich da klein zu machen, das sieht ja affig aus. Aber wie gesagt, ich liefere euch dieses Endgeschwindigkeitsvideo auf jeden Fall noch nach.